Moin Moin Freunde, hier ist Adel und seine Hausmannskost. Heute gibt es Bratkartoffeln mit Spiegeleier. Den Lachsbundsalat, den habe ich als Extrafilm, den habe ich dann wahrscheinlich auch schon hochgeladen. Und zwar machen wir schön richtig leckere Bratkartoffeln, dazu Spiegeleier. Meine sind braun, weil ich sie haben wollte, erkläre ich euch im Webfilm auch. Ich habe hier mir zwei Eier drunter gemacht, das reicht mir, man hätte auch drei drauf machen können. Das ist eine schnelle, einfache Geschichte und immer wieder lecker. Und dann zum Schluss, wer mag, ne? Ich gehöre dazu, mache ich jetzt natürlich nicht im Film. Aber da kann ich auch noch so ein bisschen Ketchup drüber machen oder so, ne? Ist lecker. Ja, jetzt habe ich wieder was gesagt. Okay, Freunde. Ja, dann kann ich wie immer nur sagen, folgende Zutaten dafür sind Kartoffeln, festkochende Kartoffeln, Speck, Zwiebeln und dann Salz, Pfeffer und das war's eigentlich. Mehr braucht man nicht für leckere Bratkartoffeln. Ah ja, und so ein bisschen Öl natürlich noch, ne? Man muss die Dinge auch anbraten, ne? Gut, okay. Wir fangen jetzt erstmal an, mit den Kartoffeln zu kochen. Gut, okay. Die Kartoffeln, da machen wir jetzt einfach nur Wasser ran. So, dann stellen wir das gleich, ne, warte mal. Dann machen wir erstmal so ein bisschen Salz rein. Also hier mache ich jetzt einfach nur Salz und ein bisschen Kümmel rein. Den Kümmel, den merkt man nachher gar nicht. Das ist so ein ganz leichten Geschmack. Aber Leute, die keinen so der Kümmel mögen, die haben das noch nie bemerkt, nur das mal so nebenbei gesagt. Gut, okay, die stellen wir uns jetzt an. Lassen die ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten kochen. Und dann ist gut. So, Freunde, die Kartoffeln sind jetzt fertig. Die kippe ich jetzt ab. Jetzt werde ich sie ganz schnell so abpellen. Und dann abpellen und, also abkippen und abpellen. So, da ist ja immer noch welche, die noch nicht Kartoffeln gepellt haben. Die sind jetzt noch super heiß, ne? Auch für mich. Also, ich kann ja viel ab, ne? Aber deswegen mache ich das mal kurz hier drauf, weil ich das immer wieder ablegen muss. Warte, ich muss jetzt noch so 10 Minuten warten ungefähr, dann kann ich die anfassen. Das ist einfach alles, die gehen wunderbar leicht abzupellen. Noch sind sie zu heiß, aber wie gesagt, das mache ich jetzt nur. So, und so würden die dann sein. Gut, okay, ich pelle mir jetzt die Kartoffeln ab und dann sehen wir uns wieder. So, die Kartoffeln sind geschält, die habe ich gepellt und jetzt schneiden wir uns die für Bratkartoffeln. Schneiden, einfach Kartoffeln nehmen, gar nicht groß klein machen. Und so, und wenn ihr das wie Oma könnt, konnte ich noch nie richtig, dann macht ihr das so. Ich schneide die immer so. Die kommen dann nachher in dieser Schüssel gleich wieder rein. Mach ich mal rauf hier. Wie ich eben schon sagte, die schneide ich mir jetzt so zu Ende. Ich mach die nicht so dünn, weil die Bratkartoffeln sollen nachher noch schmecken. Außen Krosch und drin nach Kartoffel. Ihr könnt die auch in Würfel schneiden. Kann man auch machen. Und dann so Art wie Röstkartoffeln. Ist genauso lecker. Gut, okay, ich mache das jetzt zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Ich muss mal wieder nachsprechen. Ne? Ich habe natürlich wieder in meinem Alter vergessen, den Toner zu stellen. Das kommt wohl öfters mal vor bei mir, stelle ich immer wieder fest. Aber gut, Spaß muss man ja haben bei der Sache. Gut, ich habe jetzt ein bisschen Öl in der Pfanne gemacht und als kleiner Tipp, ich mache mir immer eine Kartoffeln mit dazu und wenn die dann so ein bisschen der Farbe bekommt oder ihr könnt das gut am Wurzeln sehen, dann wisst ihr, dass die Pfanne heiß ist und ihr könnt die anderen Kartoffeln dazu machen. Das hilft immer ganz gut dabei. So, jetzt zu den Zwiebeln. Also ich schneide mir das in feinen Streifen, ich fädel die insgesamt und dann in feinen Streifen, schön dünn, so dünn wie möglich, weil auf so dicke Zwiebeln mag ich persönlich nicht beißen, aber das muss natürlich jeder für sich selber wissen. Ihr könnt das auch in kleine Würfel schneiden, weil wenn ihr das in kleine Würfel schneidet und ganz, ganz fein macht, so richtig super feine Würfel, dann macht ihr die einfach zum Schluss rein, schwenkt die zweimal durch und dann sind die so ein bisschen glasig und haben auch noch richtig schön so der Biss. Also das finde ich eigentlich persönlich ganz gut. So, die Pfanne bekommt jetzt so ein bisschen Hitze, könnt ihr jetzt sehen, ne? Und das heißt jetzt dann für uns, die nochmal umdrehen. Siehst du, jetzt habt ihr die Farbe und ihr könnt sehen, jetzt mal hoch. Ihr könnt sehen, die Pfanne ist soweit, also machen wir die anderen Bratkartoffeln rein. Wichtig ist, bei Bratkartoffeln braten, dass ihr eine große Pfanne nehmt. Das ist jetzt wirklich schon die Grenze an Kartoffeln da drinne. Weil besser wäre noch eine Nummer größer oder in zwei Partien braten. Je mehr Fläche die Bratkartoffeln hat, umso besser ist. Ja, mit Öl, da müsst ihr sehen, wenn ihr ein Gefühl sagt, ihr braucht noch ein bisschen Öl dazu, dann macht noch einen Schuss dazu. Aber wichtig ist nach wie vor wirklich eine große Pfanne, damit die Bratkartoffeln Platz haben. Und dann auch nicht so viel schwenken oder sonst was. Also wie gesagt, schwenken oder rühren, wie auch immer. Ich habe einen Film oben über Schwenken. Schaut euch das an.
Ich mache das mit meinen Praktikanten immer 2 Wochen lang oder mit den Lehrlingen oder mit den Teilnehmern, die ich jetzt habe. 2 Wochen lang schwenken und die können das auf immer und ewig. Wichtig ist, dass sie die Kartoffeln trotz allem, könnt ihr ja sehen hier, dass ihr sie nochmal verteilt, damit ihr auch alle ein bisschen der Farbe bekommt. Deswegen sagte ich, daran könnt ihr das eigentlich ganz gut sehen. Das ist da wirklich die Grenze an Kartoffeln, die in solcher kleinen Pfanne so reinkommen. Weil sonst müsst ihr da echt so ein bisschen da mehr reinmachen. Und das ist eine Sache, die Bratkartoffeln brauchen Platz. Jetzt bin ich wieder mit Ton dabei. Jetzt salze ich mir die. So, jetzt kommt der Speck rein. Jetzt stelle ich mir das ein bisschen kleiner. Weil hier ist eigentlich schon, die ist schon zu dunkel. Die kommt auch raus. Obwohl andere sagen, oh, die ist klasse, so wie die ist. Aber auch das schmeckt bitter und bitter ist nicht gut. Jedenfalls nicht bei Bratkartoffeln. Aber die ist echt. So, vorher hatte ich nur 2-mal geschwenkt oder gerührt, wie auch immer, wie ihr das macht. Jetzt müssen wir ein bisschen so öfter schwenken. Weil das sonst verbrennt. Das wollen wir nicht. So, und ihr könnt sehen, und das ist das, was ich meine. Die haben eine tolle Farbe. Du schmeckst noch die Kartoffel. So, jetzt kommen die Zwiebeln rein. Die braten wir jetzt noch einen kleinen Moment mit. Schneide ich mir noch ein bisschen Lauchzwiebeln. Nur wie gesagt, ihr seht, sind ein bisschen viel Zwiebeln, aber mich stört das nicht. Eine halbe Zwiebel hätte gereicht. So, jetzt kommen die Lauchzwiebeln noch rein. Dann habt ihr noch eine schöne Farbe. Bisschen. So, die sind jetzt fertig. Und normal würde ich die jetzt auf dem Teller machen und hätte eine zweite Pfanne auf, wo die Eier auch schon fertig wären. Da ich aber euch das ja so ein bisschen zeige und ich nur diesen Platz habe, mache ich mir die jetzt hier rein. Mit der Begründung, die Pfanne ist heiß, da kann ich ganz schnell meine Eier machen, denn ich wollte euch was an den Eiern auch noch zeigen. So, einmal ganz kurz mit dem Papier raus, wieder raufstellen und Tropfen Öl rein. Jetzt schneide ich noch mal was rein und zwar mache ich hier noch mal ganz normale Eier. Also meine, die mache ich ja ziemlich braun. Spiegeleier, normal in der Regel macht man die so. Ihr könnt auch sehen hier, das sind relativ frische Eier, weil das sieht ja eigentlich daran, dass ich da unten das, ja, dass es nicht so weit auseinander geht oder so, weil sonst würden sie auseinander gehen, richtig. Und wie gesagt, das sind eigentlich meine so Frühstückseier, aber nur ich schneide das jetzt nochmal rein, weil ich euch auch nochmal zeigen da wollte, wie man normale Spiegeleier macht, weil du meinst, was heißt normale? Wie gesagt, das meine ich damit, das ist wieder Geschmackssache. Ich mache sie nicht so gerne, wenn ich die in der Form mache. Ich mache sie am liebsten auf dem Grill, dass sie richtig schön kross sind und deswegen auf dem so Teller, wie ich euch das präsentiere, sieht das natürlich nicht ganz so schön aus, aber das ist auch egal. Und dann ist mir auch noch eins kaputt gegangen, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, hier könnt ihr einmal sehen, wer das, es dreht sich immer noch darum, wer das noch nie gemacht hat. Die meisten kennen ihre Bratkartoffeln Spiegelei, die wissen genau, was sie da machen wollen. Die gucken sich den Film auch nicht an. Und das ist aber für Menschen, wo ich auch gefragt wurde und auch, die das halt noch nie gemacht haben. Und jeder fängt ja mal mit dem so Kochen an. Und darum zeige ich euch jetzt mal die zwei Varianten. So, und ruhig ein bisschen schütteln. Und dann könnt ihr so kleine Löcher hier reinhauen.
mir das Eiweiß hin. So, jetzt mache ich das runter auf 6, weil in diesem Fall machen wir, wie ich schon sagte, schöne Eier, obwohl ich die anderen schöner finde. Weil ich mache, bei meinen mache ich so einen richtigen Kroschenrand, aber das seht ihr gleich. Aber wir wollen ja auch mal so. Jetzt, wie gesagt, das ist immer noch für Leute, die das halt noch nie gemacht haben. Jo, und aufpassen, das spritzt manchmal. Könnt ihr denn hier, wenn hier so noch was rein sollte, das Glittergram so ein bisschen runter machen. Meistens ist es ja hier drüber. Aber in dem Fall ist das jetzt schön. So, jetzt Salz und Pfeffer. Das müsst ihr nach eurem Geschmack machen, Salz und Pfeffer. Ist auch klar. So, das wären jetzt die Eier für die Bratkartoffeln. Die sind fertig. Gibt es eine Möglichkeit, ihr haltet euch das bisschen schräg und tupft das Fett raus, dass ihr halt so wenig habt wie möglich. Oder ihr zieht das schön mit einem Spachtel raus oder was immer ihr habt. So, das wären jetzt meine Spiegeleier zu den Bratkartoffeln. Ich meine, das ist jetzt für mein Frühstück, aber... Und jetzt kommen wir dann zu den anderen Spiegeleier. Zu meinen Spiegeleier. Wie ihr die Eier macht, bleibt euch natürlich auch wieder selbst überlassen. Aber ich sag euch, bei mir ist das so, deswegen mache ich jetzt erstmal Nummer 1. Das ist leider geplatzt, aber das gehört dazu. Deswegen mache ich jetzt beide. Ob ihr euch jetzt 2 oder 3 Eier reinmacht, das müsst ihr selber wissen. Ich mochte bewusst hier das Krosche am Rand erreichen, deswegen habe ich das auf voll Power. Dass das eine jetzt geplatzt ist, ist natürlich nicht so schön. Aber sonst macht ihr euch hier 3 Eier rein in eine kleinere Pfanne und macht das nicht auf Full Power, sondern vielleicht nur auf Stufe 7 und lasst die dann so ganz langsam gar ziehen. Ne? Wenn das zum Beispiel hier, gut, ist sowieso zerstört, aber wenn jetzt das Ei hier ist, oder kann das hier sehen, ne? Könnt ihr euch das hier runter machen, so, und dann zum Beispiel nach außen ziehen, so, ne? Aber wie gesagt, das ist jetzt sowieso zerstört. Jetzt muss ich aber hier auch schon mal ausstellen. Genau das ist das, was ich haben möchte. So, jetzt denken wir nur noch an. Die Pfanne habe ich mir schon so ausgestellt. So, ich mache mir jetzt die Eier hier rauf. So, und wie gesagt, das ist jetzt bewusst hier, das mit den Groschen. Aber das macht. Am schönsten sind die, wenn man die auf dem Grill machen kann. Also in der Küche auf dem Grill, nicht auf dem Fleischgrill, sondern mit einer Platte drauf. Und jetzt kommt noch, und das ist wirklich so ein Klassiker, so ein Wachsbohnensalat mit zu. Den könnt ihr euch in der kleinen Schüssel so extra anrichten. Aber ich mache das gerne, wenn ich den Saft da unten habe. So, wir wollen auch wissen, was von den Bratkartoffeln sehen. Machen wir das mal so. Ach ja, Freunde, wenn euch mein Kanal gefällt, ne, abonniert ihn, klickt auf die Glocke und ihr habt immer den neuesten Film und ich freue mich natürlich darüber. Mhm. Das sind jetzt meine Spiegeleier. Hier drunter habe ich das zweite noch, ne? Aber nur damit man das alles so sieht. Mit Bratkartoffeln. Schnelle, einfache Sache. 2-3 Sachen sind da wichtig, die ich im Film erklären habe. Dazu habe ich mir so einen Wachsbohnensalat. Den habe ich dann auch schon hochgeladen. Den kann man sich auch so extra geben, weil da gibt es wieder welche, die sagen, das gibt man so extra wegen der Feuchtigkeit. Ich mache das da drauf. Deswegen, weil es für mich ist. Ne, muss jeder für sich entscheiden. Ja, und dann kann ich wie immer nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Wünscht euch euer Ariel. Und tschüss.